Bauer jetzt durchs Zentrum. Bauer! Bauer bringt diesen Ball rein auf Sabitzer und Sabitzer verwandelt ihn. Marco Reus bleibt erstmal bei uns für ein weiteres Jahr. Bei Nogittens jetzt im 16-Meter-Raum findet Füllkrug und er trifft. Findet Moukoko, der legt auf für Jule. Brandt, der ist durch. Brandt wartet, Brandt zieht ab. Adeyemi schlägt sie auf Metscher. Und Metscher in der 87. Spielminute dreht er. Das Spiel ist vorbei, wir gewinnen. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zur BVB-Karriere. Wir gehen rein in die erste Partie gegen Heidenheim. Die beginnen mit einer 4-2-3-1-Formation. Wir beginnen mit unserer 4-3-3-Formation. Ja, müssen aber hier einiges ändern, denn viele Spieler haben hier keine Ausdauer. So, dass wir jetzt hier mit dieser Elf beginnen werden, es hat sich ja doch viel geändert. Einzigste Positionsänderung ist bei Nogittens auf der rechten Seite und auch der einzigste Mann, der jetzt hier einfach geblieben ist, zusammen mit Nico Schlotterbeck. Und damit gehen wir jetzt rein in diese Partie, möchten natürlich in Heidenheim gerne 3 Punkte mitnehmen. Mal schauen, ob es möglich ist gegen den letzten Platz. Neves findet Pullman, Pullman findet Bamba und der macht auch den ersten Ripper in dieser Partie und zwar in der 14. Spielminute. Bamba jetzt über den Flügel findet Pullman, Pullman bringt ihn hoch auf Joe Neves, Doppelschlag vom BVB, jetzt kassiert der erste FC Heidenheim den zweiten Treffer vom BVB. Eckball jetzt für uns. Neves schlägt die Reingabe rein auf Nico Schlotterbeck. Der kann ihn nicht verwerten. Pullman hat ihn jetzt. Pullman aus der Distanz trifft nur das Aluminium. Pullman jetzt am Ball und auf dem Flügel findet jetzt Adeyemi. Adeyemi findet aber jetzt auch Bino Gittens. Der hat diesen Ball. Bino Gittens scheitert am Torhüter. Es gibt einen Eckball für uns. Joe Neves springt diesen jetzt rein auf den eingewechselten Niklas Füllkrug, aber der Torhüter ist da. Jetzt kommen die Heidenheimer. Schlotterbeck konnte zumindest kurzfristig stören. Jetzt ist aber die Mitte doch ziemlich offen. Schlotterbeck nicht auf seiner Position und damit kassieren wir den Anschlusstreffer. Wolf hat den Ball, findet jetzt Adeyemi auf dem Flügel. Karim Adeyemi dribbelt sich vorbei. Adeyemi! Der Schiedsrichter beendet hier diese Partie. Wir gewinnen mit 2-1. Richtig knapp am Ende nochmal, aber wir gewinnen. Bevor wir in die nächste Partie reingehen, schauen wir auf die Bundesliga-Tabelle. Wir sind auf Platz 1 nach 20 Spieltagen mit 53 Punkten. So, die Münchner sind hinter uns mit 50 Punkten, aber mit einem Spiel mehr. Das heißt, wir können unseren Vorsprung auf 6 Punkte ausbauen. Hinter den Bayern kommt dann RB Leipzig, Union Berlin, Wolfsburg, Mainz 05 und zu guter Letzt dann noch Hoffenheim und Leverkusen. Ja, auf jeden Fall spannend. Vorne ist es auf jeden Fall gerade nicht mehr. Vorher war es ein bisschen spannender. Mal schauen, ob wir unsere Führung ausbauen können oder nicht. Gegen den SC Freiburg müssen wir dafür auf jeden Fall gewinnen, die Vierter da sind und mit einer 4-2-3-1-Formation beginnen werden. Und wir beginnen mit unserer absoluten Top-11. Eine Änderung gab es und zwar darf Adeyemi für Jadon Sancho spielen, denn der hat keine Ausdauer. Und damit gehen wir rein im Signal Iduna Park in diese Partie und möchten natürlich unseren Vorsprung ausbauen. Youssoufa Moukoko hat diesen Ball für diesen Konterangriff. Moukoko rennt komplett durch, immer noch. Youssoufa Moukoko! In der 5. Minute trifft er und macht den ersten Treffer für die Schwarz-Gelben. Bauer am Ball, rennt nach vorne. Benedikt Bauer findet Jule Brandt komplett in der Mitte. Brandt mit dem nächsten Treffer in der 18. Spielminute. Metscher hat den Ball. Metscher findet Moukoko. Moukoko! Richtig eng und Tubolu kommt noch dran. Eckball für uns. Jule Brandt schlägt die Reingabe rein auf Nico Schlotterbeck und Schlotterbeck macht ihn rein in der 32. Spielminute und damit erledigt er hier Heim im Signal Iduna Park den dritten Treffer. Sabitzer hat den Ball. Marcel Sabitzer findet jetzt Schlotterbeck im Rückraum. Mats Hummels hat ihn. Findet Metscher. Metscher dreht sich schön. Findet jetzt Moukoko. Moukoko mit dem nächsten Treffer in der 63. Spielminute. Granville hat den Ball, läuft mal nach vorne. Er möchte diesen Konter ausnutzen und das macht er bisher richtig stark. Dujanville ist vorbei. Dujanville schaltet dann an Tubolu. Reyerson jetzt über den Flügel. Immer noch Reyerson am Ball. Bringt die Reingabe rein auf Dujanville an Tubolu mit der Fußparade. Jule Brandt am Ball. Findet Dujanville. Dujanville schlägt den weiten Ball auf Gruda. Gruda ist tot. Das war kein Abseits und somit zählt dieser wunderschöne Treffer und damit steht es jetzt 5-0. Das Spiel ist vorbei. Wir gewinnen mit 5-0. Absolut verdient im Signal Iduna Park.
Nach dieser Partie, nach dieser absolut dominanten Partie, gehen wir jetzt rein und zwar gegen den vierten Platz. Der heißt Wolfsburg und die beginnen mit einer 4-3-3-Formation. Und wir beginnen mit unserer, ja, teilweise B11 aufgrund davon, dass viele keine Ausdauer haben, wie wir es schon Beispiel bei Adeyemi sehen, als auch, ja, weil die nächste Partie die Champions League Partie ist. Und damit gehen wir jetzt rein in die Volkswagen Arena und möchten natürlich abliefern, ob uns das gelingt, werden wir sehen. Es heißt Erster gegen Vierter. Mal schauen, wie knapp diese Partie wirklich wird. Jetzt kommt Wolfsburg über den Flügel. Benze Baini kann stören und das viel zu stark, denn jetzt gibt es einen Elfmeter in der siebten Spielminute. Das Foulspiel, das haben wir alle gesehen und damit gehen wir jetzt rein in den Elfmeter. Der Spieler steht auch schon bereit und der heißt Meier. Der läuft jetzt hier an, zieht ab und Krüger Kobel Glanzparade. Benze Baini hat diesen Ball. Benze Baini mit dem weiten Schlag nach vorne auf Adeyemi. Der bekommt ihn. Adeyemi per Volley. Castils kommt dazu. Jule Brandt hat diesen Ball. Brandt findet jetzt Wolfchen direkt weiterleitet auf Adeyemi. Adeyemi ist komplett durch. Karim Adeyemi schießt vorbei. Jetzt kommen die Wölfe über das Zentrum bzw. über den Flügel. Wolf kann ihn nicht aufhalten. Mainka versucht es. Jetzt ist der Spieler aber im 16 Meter Raum. Kobel pariert. Oh, Riesenfehlpass. Ja, da kann niemand mehr was machen. Ja, da brauche ich auch gar nicht mal anfangen zu kommentieren, denn wir kassieren den ersten Treffer. Das so schauen wir uns natürlich nochmal hier in der Wiederholung an. Wir haben den Ball erobert über Milenkovic und dann dieser riesen Fehlpass zum Gegner und dann kann auch ein Gregor Kobel nichts mehr machen. Jetzt Wolfsburg im Angriff, da ist alles frei, die Moral ist gebrochen, Doppelschlag von Wolfsburg, wir liegen mit zwei Toren zurück. Sancho hat diesen Ball, geht vorbei an den ersten Mann, Jadon Sancho geht auch vorbei an den zweiten, findet jetzt Marius Wolf, Wolf auf Sancho, Sancho! Eckball für uns, Brand schlägt die Reingabe rein auf Niklas Füllkrug und der landet im Netz in der 34. Spielminute. Damit holen wir jetzt hier den Anschlusstreffer. Jetzt kommen die Wölfe. Mainka muss aufpassen. Er lässt sich zu leicht rauslocken. Und dann zwar eine gefährliche Grätsche. Und das war zu gefährlich. Es gibt 11 Meter. Ich habe jetzt hier auf den ersten Blick nicht das Foulspiel gesehen. Ich dachte, er hat den Ball getroffen. Hier schauen wir aber jetzt nochmal drauf. Ja, und da hat er eindeutig den Mann getroffen. Damit gilt es Elfmeter. Meier steht wieder mal bereit. Zieht ab, wieder in die untere linke Ecke. Kube springt aber diesmal in die rechte. Und damit kassieren wir jetzt sogar noch den dritten Treffer kurz vor Halbzeit. Özcan am Ball. Findet Jadon Sancho. Sancho einfach mal durch. Jadon Sancho. Und Schlusstreffer mit diesem wunderbaren Pfostentreffer. Es ist vorbei. Wir verlieren absolut verdient mit 3:2, auch wenn Wolfsburg 2 Elfmeter direkt bekommen hat, einen davon verwandelt hat, war das komplett verdient. Sie hatten deutlich die besseren Chancen, deutlich mehr Ballbesitz. Das war einfach nur schlecht von uns. Und in der nächsten Partie können wir uns keine schlechten Leistungen leisten, denn wir sind zurück in der Champions League und das in einem absoluten Kracher-Duell in der K.O.-Phase. Im Achtelfinale treffen wir auf die königlichen Real Madrid, die mit einer 4-1-2-1-2-Formation beginnen werden. Wir beginnen natürlich mit unserer 4-3-3-Formation, aber wir haben bei manchen Spielern zumindest kleine Ausdauerprobleme, so auch bei Jadon Sancho, der ersetzt wird hier durch Bino Gittens, Brandt wird hier ersetzt jetzt durch, Moment, lass mich kurz überlegen, Bamba, ja richtig gehört, Bamba geht mal ein bisschen mehr ins Zentrum rein, Sancho wird komplett aus der Partie rausgenommen, dann kommt Gruder mit, für ihn bleibt Brandt zu Hause, Neves kommt ebenfalls raus, dafür kommt Pullman mit, Mainka ersetzt Süle auf der Bank und Benze Baini wird ersetzt durch Morey und damit gehen wir jetzt rein in diese Partie mit, ja, einer sehr, sehr starken Elf, hoffentlich kann diese auch im Signal Iduna Park was reißen, denn, ja, im Santiago Bernabéu wird es natürlich noch schwerer, sich hier durchzusetzen. Mal schauen, ob wir es hier jetzt überhaupt schaffen gegen die Königlichen. Jetzt kommt Real Madrid über Fossilu. Hummels kann nichts machen. Matcher kommt von hinten angesprintet. Jetzt ist Vinny Junior da. Liegt auch für Jude Bellingham. Glanzparade von Gregor Kobel. Jetzt kommt Vinny Junior mal komplett angesprintet. Wir müssen aufpassen. Schlotterbeck versucht zu blocken. Das gelingt jetzt nicht so gut, aber Kobel ist da. Eckball für uns. Benedikt Bauer schlägt die Reingabe rein auf Schlotterbeck und Schlotterbeck verwandelt ihn in der 28. Spielminute. Damit führen wir gegen Real Madrid mit 1:0. Jetzt die Königlichen über den Flügel vorbei an Schlotterbeck. Wir müssen aufpassen, das Zentrum ist frei. Glanzparade mal wieder von Gregor Kobel. Okoko hat den Ball, findet Bauer im richtigen Moment. Bauer hat ihn. Bauer gegen Rüdiger. Bauer auf Bino Gittens. Bino Gittens! Was für ein Stoß und damit führen wir sogar mit 2:0.
Jetzt kommt Real. Reyerson kann ihn nicht erobern. Auch nicht Hummels. Und jetzt ist Real da. Kubel kann nicht alles halten. Und damit fällt jetzt hier der Anschlusstreffer. Jetzt Real über den Flügel vorbei an Ian Madsen. Vorbei an Mats Hummels. Und Jude Bellingham trifft in der 80. Spielminute. Eckball jetzt für Real Madrid. Bernardo Silva steht bereit. Schlägt die Hereingabe rein. Pullman verliert. Vinny Junior trifft. Was für ein Duell. Real Madrid dreht einfach mal eine 2:0 Führung für den BVB und damit führen sie. Adeyemi auf dem Flügel. Adeyemi jetzt auf Füllkrug. Füllkrug ist durch. Niklas Füllkrug in der Nachspielzeit trifft er. Damit gleichen wir aus dem Signal Iduna Park. Nach diesem Treffer ist auch Schluss. Wir gewinnen leider nicht, sondern spielen nur unentschieden 0:3. Also ziemlich torreich war es, aber man muss auch ehrlich sein, Real Madrid war mit Abstand die bessere Mannschaft. Wir haben unsere Chancen genutzt. Das hat Real Madrid zumindest in der ersten Hälfte nicht getan. Kobel überragend gehalten und damit gehen wir ins Rückspiel mit einem Unentschieden rein. Dafür gewinnen wir aber wieder in der Bundesliga mit 2:1 gegen TSG Hoffenheim. Dafür schaffen wir wieder nur in der nächsten Partie in der Bundesliga ein Unentschieden in Höhe von 2:2. Am Schluss dieser Folge blicken wir nochmal auf die Bundesliga-Tabelle. Auf Platz 1 sind wir mit 60 Punkten, 5 Punkte hinter uns der FC Bayern München. 4 Punkte hinter den Münchnern ist RB Leipzig, dahinter folgt dann der VfL Wolfsburg, Hoffenheim, Union Berlin, Mainz 05, Leverkusen, Stuttgart, Gladbach, Köln, Frankfurt, Freiburg, Augsburg, Werder Bremen, Darmstadt 98, Heidenheim und Bochum ist auf den letzten Platz mit 12 Punkten. Beim nächsten Mal beginnen wir dann mit der Bundesliga-Partie gegen Werder Bremen. Dann kommt auch schon das Rückspiel gegen Real Madrid in der Champions League. Danach kommt Bundesliga-Fußball. Einmal gegen Eintracht Frankfurt, dann kommt der FC Bayern München, was auch richtig eng wird und vor allem ein mega Gigantenduell, das heißt erster gegen zweiter, danach folgen nochmal die Münchner im Pokal und die letzte Partie wird dann gegen den VfB Stuttgart gespielt. Ich bin sehr gespannt, nächste Folge wird sehr anstrengend von den Gegnern her. Ich bin auch sehr gespannt, wie wir da abliefern werden, ob wir in ein Tief reinrutschen oder nicht, werden wir alles sehen in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen, falls ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns dann im nächsten Video, haut rein und ciao!